Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hustle Castle. Und wir haben eine neue Nachricht vom Weisen. My Lord, du kannst jetzt neue Gebäude bauen und die bestehenden verbessern. Das Wichtigste ist, die Kaserne und den Kämpfer-Ausbildungsraum zu verbessern. Dadurch erhöht sich deine Kampfkraft erheblich. Wir haben Stufe 4 erreicht. Ich habe irgendeine Belohnung bekommen. Ich habe das jetzt extra eigentlich weggedrückt, aber es ist jetzt für immer weg. Aber egal. So, wir kriegen doch ein bisschen Geld. Bisschen was zu essen, perfekt. Und wie lange dauert es bei denen eigentlich? Ich finde die sowieso cool. Der Heike. Heike kann alles recht gut. Günther auch. Naja, mal gucken, was die Aufträge sagen. Verbessere die Kaserne auf Level 3. Haben wir. Eine, was? Die Kaserne wurde repariert, jetzt kannst du einen weiteren Kämpfer in deinen Trupp aufnehmen, My Lord. Wir haben nur keine Leute. Werbebezogene Quest. Seh dir den Werbeclip an, um deine Belohnung zu erhalten. Ich habe mir jetzt 20 Sekunden meines Lebens einen Werbeclip angeguckt und das ist dabei rausgekommen, Freunde. Hey, ist so cool! Ja, bewege deinen Krieger in die Kaserne, bevor du das Spiel verlässt. Die sich drin befinden, werden die einzigen sein, die die Burg gegen andere Spieler verteidigen, solange du weg bist. Was du nicht sagst. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht bedroht gefühlt. Von daher passt das schon. Oh! Andreas! Ein Krieger! Ein Krieger! Gucken wir uns mal an. Was haben wir denn noch für Leute? Wer möchte denn noch dabei sein? Wir haben Mobile Krieger ist da, Lady Serana ist da, Kiri ist da, Bogenschütze Deadline. Wir haben ja noch keine Magier oder so. Dann machen wir erstmal hier Deadline raus. Aus der Burg verbannen? Wir sind ja nicht mehr in der Burg drinne. So, komm mal da rein. Und dich machen wir zum Bogenschützen. Anforderung 9. Okay, was ist das denn? Stab des Trolls des letzten Wunsches. Und wir haben einen Zauberer! Okay, Deadline, tut mir leid, aber wir nehmen einen von den anderen. Und wir nehmen hier nämlich Baxi. So, Baxi. Du wirst unser Magier sein. Wir haben auch Magierklamotten für dich anscheinend. Ja. Sehr schön. Guck mal, wir haben einen Magier. Nice. Ich glaube, das war auch so gewollt, dass er Magier wird wegen dem Bart. Na gut, dann geht er erstmal zurück. Wir wollen ja ein bisschen mehr was machen. Was wollt ihr von mir? Ach so, okay. Habe ich es doch geschafft. Obwohl, für die 5 lohnt es sich vielleicht eher nicht. Ich muss mir 500, nee, 100 Mal die Werbung angucken, um 500 von den Punkten zu kriegen. Eigentlich ist das gar nicht viel, ne? 100 Tage. Na gut, na gut, na gut. Ja, mal gucken, was wir als nächstes machen. Ah, es geht los, Freunde, es geht los. Also, wir können theoretisch das hier verbessern. Das dauert 1 Stunde 7. Er würde mehr produzieren. Ich glaube, wir müssen aber das hier machen. Ich will nicht ausbilden, ich will verbessern. 30 Minuten. Wir müssen das leider machen. Gut, 20 Minuten müssen wir warten. Die letzten 10 Minuten sind ja gratis. Von daher macht das nichts. Und ich möchte mit euch auf neue Missionen gehen. So. Ich weiß nur nicht, wie lange das bei denen dauert. 30 Minuten. Ah, eine halbe Stunde dauert das noch. Dann haben wir ein kleines Baby. Oh! Wir haben sie beim Knutschen erwischt. Wie lange knutscht ihr euch? Es übertreibt das, meine ich hier, ja? Naja, sollen die mal rumknutschen? Wir gehen auf Quest. Hier haben wir noch die billige Truhe, die wir noch nicht öffnen wollen. Und wir gegen Gegner 1, elendes Land. Wir spähen. Aha.
Mein Trupp hat definitiv weniger Kampfkraft. Da muss ich noch ein bisschen zulegen. So kämpft man also gegen andere, ja? Interessant, aber gut. Leider wird das nichts. So findet man Gegner, das ist interessant. Na gut. Ausgehobene Gräber. Wir haben jetzt 7000. Da schießen wir durch wie nix. Aber das kostet jetzt schon richtig Äpfel. Machen wir ein bisschen lauter. So. Ja, dann laufen wir durch, wie nichts Gutes, ey. Guckt's euch an. Boom, boom. Nice. Sieg. Erhalte durch die Aktivierung mehr Belohnung. Premium. Kann ich darauf verzichten. Dankeschön. Und es geht wieder ins Truhen öffnen. Sorgt dafür, dass das elende Land das Leben dieser Leute wahrhaftig elend macht. Meine Armee wird sich ihnen stellen und sie werden sich in unseren Reihen anschließen. Oh, das werden wir noch sehen. So, wir brauchen für bald mehr Äpfel. Das heißt, nach diesem Raum werden wir auf jeden Fall das Lager verbessern. Dann haben wir eine mehrere Kapazität. Oder ich mache das hier. Verbessert sich die Kapazität auch. Aber nur um 1500. Wie lange dauert das? Eine Stunde, ey. Naja, wieso nicht? Ich könnte eigentlich noch einen Keller bauen, ne? Und noch einen Keller. Das wäre vielleicht eine Idee. Wir wollten die Truhe öffnen. So, ist einfach was Gutes drin. Ein Bogen! Okay. Naja. Ach ja, stimmt, wir haben eine neue Axt, ne? Gucken wir mal, was sagt die neue Axt? Bogenschützen? Nope. Ich weiß nicht, was wir mit den Sachen machen. Vielleicht machen wir sie irgendwann einfach kaputt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja. Nächster Kampf! Massaker. Ich muss auf jeden Fall noch die 11.000 erreichen. Wenn ich die 11.000 erreiche, dann greife ich an. Angriff. 3 Minuten kann maximal der Kampf dauern. Oh! Oh ja, oh, das tut richtig gut. Wenn das so ganz viele Nahkämpfer sind, kriegen die richtig AOE-Damage. Nice. Aber uns gehen auf jeden Fall die Äpfel schnell aus. Naja, 1 bis 11 Rubine. Oh, ich will aber seltene Gegenstände. Blaue Gegenstände wären cool. Du bist nicht blau. 266. Na gut. Direkt den nächsten Kampf. Komm, ich will richtig guten Loot. Warte. Einige Einheiten der Truppe haben ihre Gesundheit nicht wiederhergestellt. Doch an da. Spiele, was du wollen. Oh, ein Haufen Magier. Oh mein Gott. Die können nix. Gib noch um. Hey, die greifen meinen Heiler an. Schweine. Er ist nicht gestorben. Sieg. Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall auch demnächst das Züchten dann anfangen. Oh, es brennt. Wie es brennt. WTF, mach doch was! Löschen! Löschen! Da brennt das einfach. So, erringe einen Sieg am Wegpunkt. Habe ich gemacht. 1500. Nice. Wir haben bald zu viel Geld. Dass das mal eine Möglichkeit ist. Achso, das andere war nur ein Gespräch. Na gut. Öffnen wir die Truhe. Wir müssen auf jeden Fall den Keller verbessern, damit wir mehr tragen können. Das geht ja gar nicht. So, mehr Geld ist immer gut. Du hast bereits eins und du hast auch bereits eins. Das ist grün, das heißt, das wird schon recht gut sein, glaube ich, ne? 36, ihr wollt mich aber verarschen, dass ich hier so einen Scheiß bekomme. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Naja. Gut. Nächstes Ziel. Weg der Toten. Es wird langsam knapper, es wird langsam knapper und langsam wird es auch teuer, auf Expeditionen zu gehen. Okay, das sieht gar nicht gut aus.
Ich dachte, der Magier kann heilen. Ah, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Waffe, die heilt, ne? Es geht ja um die Waffe und nicht um den Typen. Okay. 1100 Gold. Wo zum Teufel bist du? Rette mich endlich! Ich bin hier auf dem Weg. Prinzessin, wir eilen durch ein Land voller Untote zu dir. Bist du auf dem Friedhof? Ich werde auch darüber hinweg transportiert. Beeil dich, hol uns ein und rette mich bitte. Haben die irgendwie so eine Art Telefon oder so, oder? Was soll das? Oh, Kleidung für den Bogenschützen. Sehr schön. Gucken wir direkt mal nach. So, anlegen nicht möglich. Okay, dafür muss das erstmal ausgebaut werden hier, ne? Okay, 23 Minuten, das heißt auch nicht mehr so lange. Das Kind kommt diese Folge auch definitiv noch. Und, ja. Wir müssen Geld loswerden. Wir müssen jede Menge Geld loswerden. 7000. 3500. Dauert 45 Minuten. Der Speisesaal wäre auch nicht schlecht, weil mehr Äpfel können wir jetzt definitiv gebrauchen. Wir müssen eigentlich das hier verbessern, ne? 7500, ja. Die Lagerkapazität wird als nächstes verbessert. Die ist nämlich unglaublich wichtig. Das werden wir dann diese Folge auch noch in Angriff nehmen. Damit wir nicht zu viel Geld haben, weil wir können jetzt nicht mehr viel Geld aufnehmen, ne? 4000 können wir noch. Na gut. Produktion die Stunde 1000 mittlerweile. Hoho. Produktion pro Stunde auch knapp 1000. Na gut, eigentlich müssten hier zwei mehr Männer drin sein, aber naja. Dafür produzieren wir ja auch fleißig Kinder. Aber die beiden werden das letzte Mal dann hier sein. Obwohl, die haben 3 Sterne. Die haben auch 3 Sterne. Wir müssen also versuchen, die ganze Scheiße hochzuzüchten. Mal gucken. Vielleicht wird es was. Was ist hier los? Antworten auf Fragen zu Turnier. Geehrte Fürsten, wir haben erst vor kurzem Turniere eingeführt, aber sie sind jetzt schon zum wichtigen Teil des Gameplays geworden. Wir haben ein kleines FAQ zu dieser Aktivität erstellt, um euch dabei zu helfen, ein Gefühl für die Arena zu bekommen. Grundlegende Regeln. Teilnehmer bewerben sich für ein Turnier. Jedes Turnier lässt 10 bis 15 Teilnehmer zu. Der Teilnehmertrupp wird ausgewählt, wenn ihr euch für das Turnier bewerbt. Der Trupp kann während des Turniers nicht geändert werden, selbst wenn ihr ihn in eurer Burg ändert. Gegner werden nach ihrer Klasse und der Anzahl ihrer Kämpfer ausgewählt. Jedes Turnier besteht aus 5 Stufen. In jeder Stufe können die Teilnehmer während des zugewiesenen Zeitraums angreifen. Ungenutzte Angriffe stapeln sich nicht. Zauber sind in Turnieren nicht erlaubt. Die Anzahl an erreichten Turnierpunkten hängt von der Position der Gegner im Turnier ab und davon, wie schnell er besiegt wird. Wenn mehrere Teilnehmer das Turnier mit derselben Anzahl an Turnierpunkten beenden, wird der Spieler mit dem höheren Standardrang höher eingestuft. Belohnung. Turnierbelohnungen werden Teilnehmer per E-Mail zugeschickt. Belohnungen enthalten Truhen und Abzeichen des Mutes für den Arena-Laden. Belohnungen für Teilnehmer fallen größer aus, wenn ihr für die Teilnahme Tickets verwendet, anstatt Nahrung. Kostenlose Tickets können durch Abschließen der täglichen Kino-Quest erhalten werden. Oder durch Öffnen einer Truhe nach Abschließen einer Invasion. Die Sieger haben die Chance, einen Hauptpreis zu gewinnen, der eine extrem wertvolle Belohnung enthält. Abzeichen des Mutes werden am Ende der Saison nicht zurückgesetzt. Die stärksten Spieler erhalten die besten Belohnungen für die Saison, nämlich Diamanten und königliche Truhen. Die 3 besten Spieler erhalten besondere Trophäen und ihre Profile wenn die Saison endet. Tipps: Experimentiert. Verschiedene Trupps können verschiedene Ergebnisse erzielen. Taktik kann beim Angreifen eurer Gegner eine wichtige Rolle spielen. Schätzt immer ein, wie viel Zeit ihr für einen Sieg über einen Gegner braucht und welche Position er im Vergleich zu euch in der Turnierwertung einnimmt. Eure Zeit für die Auswahl eines Gegners ist begrenzt. Wir haben die Gegnerauswahl im Turnier verbessert. Okay. Danke. Geschenk der Admin von den Admins abholen. Okay. Turniertickets. Okay, ja gut, jetzt haben wir 2 so eine Äpfeldinger.
Wieso nicht? Was soll's? Gut, das baut noch 8 Minuten, da können wir nämlich währenddessen nochmal angreifen. Verrottete Särge. Mit einem Boss. Ihre Kampfkraft ist höher. Okay. Das kostet 1500 Äpfel. Ach du Scheiße. Das ist ja nie so gut, ne? Dann würde ich sagen, warten wir mal die 8 Minuten ab und gucken, wie es dann weitergeht. So, die 10 Minuten sind um und wir können gratis beschleunigen. Somit würde ich sagen, bevor wir jetzt rausgehen und irgendwas machen, ja komm, hol wir ab. Ich muss das Geld irgendwie ausgeben. Erhöhe die Klasse Kämpfer von 3 Kriegern. Das kriegen wir auch noch hin. Wir werden einmal ganz kurz umbauen und zwar werden wir... Nein, nicht verbessern. Wir werden diesen Raum nehmen und werden ihn... Dem hier Skelett. Wir müssen noch mal eine Minute warten. Denn wenn der Raum da rechts ist, laufen die halt eine kürzere Distanz und ich kann dann auch die Nahrungsproduktion unten verdoppeln. Verdoppeln, noch sind ja keine Leute drin, aber wir bemühen uns gerade Nachwuchs zu zeugen. Und in 10 Minuten ist es soweit. Kann ich hier nicht auch vorspulen? Naja. Aber die küssen sich jetzt mittlerweile schon seit einer längeren Zeit. Wieso nicht? Na gut. So, was geht hier ab? Achso, irgendwelche Gespräche. 24 Sekunden, ey. Muss das sein, Spiel? Kann das nicht einfach sofort plopp weg sein? Also ich sehe schon, anstatt nach unten wird es hier immer nach rechts gehen. Das heißt, die Burg geht immer nach rechts weiter. Ich weiß, das ist links. Geht immer nach rechts weiter. Das ist meine linke Hand, ich meine, der Camp ist umgedreht. Jedenfalls geht es immer weiter nach rechts. Und, ach, das ist auch schon da. Oh, okay. Und ja. Ist mal was anderes als bei Fallout Shelter. Müssen wir uns merken. Na gut, jetzt kann ich das Ganze aber umbauen. Zack. So, perfekt. Burg wiederherstellen, alle Räume entfernen. Cool, man kann da mit einem Klick alles entfernen und alles neu platzieren. Das ist gut zu wissen. Wir haben hier noch die Waffenkammer, die können wir jetzt leider nicht machen, aber wir müssen auf jeden Fall ja, den Keller erweitern. Definitiv. Außerdem verlieren wir endlich dadurch mal ein bisschen Geld. Gut. Ah, hey, nein, ich wollte doch noch ein Gebäude bauen. Ah, egal. Und jetzt warten wir eine Stunde. Was soll's. Ich könnte auch beschleunigen für 40, aber oder abbrechen. Aber das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Gut. Gehen erstmal die beiden rein und dann würde ich sagen, warten wir, bis die alle fertig sind, ne? Und solange die Dudes hier noch rumhängen, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie es mit den Kindern aussieht. Da wird es gleich passieren, Freunde. 19 Sekunden, 18, 17, 16, 10, 15, 13, 12. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich frage mich, ob... Ne, ist das hier... Ist das Potenzial, ne? Ja. Das Potenzial des Bewohners. Wird da jetzt ein 4-Sterne rauskommen? Eike ist schwanger. Echt? Hast du gerade gefurzt? Okay. Da muss ich jetzt den Namen ändern. So. Wer ist hier der Furzer? Namen Notizen. Wir nehmen Elias. Elias. Schäm dich. Schäm dich, Elias. Das macht man nicht. Gut. Ja. Er ist jetzt quasi jetzt soweit frei. Frage ist, wie lange wird sie jetzt schwanger sein? Hör auf zu furzen! Man sieht gar nichts. Ja gut, dann bleibst du einfach mal da und dich schicke ich mal darüber. Hurra! Yeah! Und du bekommst das Ungeliebte. Hier, leg mal an. Und wir wollen jetzt etwas zerstören. Etwas Altes, Schwaches, wie das hier zum Beispiel. Zerschlagen, was kriegen wir dafür? Du bekommst, okay. Was bekommen wir für Klamotten hier? Bekommen wir immer dasselbe?
Was auch immer wir damit anfangen können. Ich weiß nicht. Aber ich wollte einfach mal was zerschlagen, um zu gucken, was es bringt. Und ja, jetzt produzieren wir wenigstens ein bisschen mehr Gold. Jetzt produzieren wir tatsächlich 1076. Ja, gut. Der krasse Scheiß ist das jetzt nicht. Was war das gerade für ein Sound? Was war das? Ihr habt es alle gehört. Werde ich angegriffen? Was war das für ein Geräusch? Hä? Keine Ahnung, aber wir gucken weiter auf die Jungs. So. Aber jetzt sind die beiden schon mal auf Level 11. Jetzt muss Serana noch nachziehen. Und ich denke mal, ich werde jetzt komplett die 15 Minuten abwarten. Und dann sehen wir uns wieder, wenn sie Level 11 ist. Guck mal, sie findet sich hübsch. Wir hauen lieber das kleine Kind raus, ey. Ich brauche das Kind. Aber im Moment ist sie ja nutzlos, ne? Oder nein? Warte. Nein. Wir schicken dich mal dahin. Und dann wirst du dahin gehen und du dahin gehen. Dann werdet ihr beide nämlich ein Kind zeugen. Ich glaube, das ist nämlich ein guter Plan. Weil je mehr Kinder wir am Anfang kriegen, umso besser ist es. Und wir haben hier zwei Adlige. Jawohl, wie lange dauert das sowas? 1,5 Stunden, okay. Wieso nicht? Gut, unser Verdienst wird jetzt ein bisschen schrumpfen. Ich könnte denen jetzt die Sachen abnehmen und denen geben. Ich bin ehrlich gesagt zu faul dafür. Was soll ich sagen? Ich bin faul. Deswegen lasse ich die jetzt einfach mal so drin. Und dann kriege ich halt weniger Geld, ist halt so. Aber, scheiß auf Verteidigung, wir schicken die beiden da unten rein. Jetzt werde ich angegriffen. Da denkt sich jemand, oh, da ist jemand zum Angreifen. Da ist ja nichts drin. Und der hat 10.000. Den mache ich mal platt. Okay, vielleicht. Obwohl, selbst wenn die zu zweit sind, haben die da keine Chance. So, Freunde, ein Tag ist vergangen. Ich musste gestern leider schnell weg, weil wir halt zu Silvester eingeladen waren. Und jetzt, nächster Tag, Levelaufstieg 5. Mr. Flauschig läuft hier gerade bei mir durch die Gegend. Ich habe nämlich, ja, jetzt kommt, nee, jetzt kommt's nämlich, ups, jetzt habe ich mir gerade mit dem Mikrofon geschlagen. Ich habe nämlich, da läuft er jetzt gerade vorbei, Moment. Ja, ich habe nämlich, jedes Mal, wenn er ein Schnurrhaar verloren hat, habe ich seine Schnurrhaare geklaut. Und das sind sie. Und die will er jetzt wieder haben und auffressen. Aber ich gebe sie ihm nicht. Die habe ich gewunden. Die gehören jetzt mir. Und deswegen wird er wahrscheinlich die ganze Folge lang weiter nerven. Aber egal. Wir gehen weiter. Wir holen erstmal das Geld ein. Und Post haben wir nicht. Frage ist, wurden wir angegriffen? Weil ich habe ja überhaupt keine Verteidigung. Die Burg der Träume. Erhöhtes Level der Burg auf 5. Achso, habe ich gemacht. Bin ich jetzt Thronsaal Level 5? Okay. Wäre ja schön gewesen. So, wir gucken uns natürlich erstmal um. Oh, Mr. Flausch, hier oder? Perfekt. Werbebezogene Quest, ja, Filmtheater, was haben wir? Schließe alle werbebezogene Quest ab. Quest erscheinen jede Stunde. Okay. Wie viele Stück muss ich da abschließen? 3 Stück. So, Quest abgeschlossen. Gebe die komische Belohnung. Warte auf Serverergebnisse. Ich hab mir den Scheiß reingezogen. Na gut, warten wir es ab. Wir haben eine Schwangere. Ach ne, sie hat schon ein Kind bekommen. Heinz. Wie cool sieht das denn aus? Oh, okay. Sie kann jetzt eine Weile lang nicht schwanger sein. Aber gut. Ich möchte, dass ihr dahin geht. So, da haben wir nämlich Magier und den Krieger. So, hurra, hurra. Eigentlich habe ich jetzt kaum Geld dafür bekommen, oder? Ich habe das Geld gerade eingesammelt. Okay, alles gut. Was ist hier? Achso, holen wir mal den Erfolg ab. Ich möchte nämlich unbedingt noch einen zweiten Baumeister haben. So, Matthias. Ja, 2 Jungen haben wir bekommen, perfekt. Wir gucken uns mal die Kinder an.
Matthias, das Baby ist noch sehr klein. Es wird bald aufwachsen. Ah. Es wird bald aufwachsen. Das heißt, wir können noch nicht sehen, was für ein Potenzial die beiden haben. Dann lassen wir sie erstmal wachsen. Passt schon. Wir haben jetzt zwei Kinder hier rumlaufen. So, du bist auf Stufe 10. Währenddessen wir hier jetzt noch rumhantieren, wirst du, ja, noch ein bisschen Zeit verbringen mit dir selber. Ach, den Stein kann ich auch löschen, okay. So, wir haben jetzt quasi noch 5 Minuten, eigentlich kann ich die auch überspringen, ne? Ah, ich kann die Quest abholen. Yay! So, 2 Stück müssen wir noch machen. Das ist eine tägliche Quest, das heißt, ich muss das heute noch machen. Aber ich glaube nicht, ich werde hier noch 3 Stunden aufnehmen. Wobei, die Folge ist ja schon fast vorbei. Dann werde ich ja die nächste schon anfangen. Und dann gucken wir mal. Ich möchte gerne kurz aufs Schlachtfeld gucken. 2 Gegner befinden sich hier. Einmal Jet. Spielen wir mal ganz kurz. Wir müssen ja mal gucken, was der für Leute hat. Der hat eine Truppstärke von 5400. Die können wir schlagen. Die können wir easy schlagen. Warum hast du deinem Bogenschützen so eine Rüstung gegeben? Oh mein Gott. Egal. Ist nicht unser Problem. Ja gut, aber die werden wir hinkriegen, ne? Ja, wir warten jetzt einfach nur noch, bis die fertig sind. Deine Truppen. Ja, momentan habe ich nur 5000, weil mir der dritte halt fehlt. Aber wenn der dritte kommt, dann kriegt diese Person ziemlich aufs Maul, Freunde. Dann kriegt diese Person ziemlich aufs Maul. Wir werden also sehen, dass wir heute Jet fertig machen. Tom werden wir wahrscheinlich nicht fertig machen. Der hat nämlich Stufe 6, wir sind Stufe 5. Er hat eine Truppstärke von 11.251. Aber auch er hat seinen Bogenschützen so ausgestattet. Wieso? Der macht doch keinen Schaden. Muss ich das verstehen? Ist das eine neue Möglichkeit, hier so zu gewinnen? Ich weiß es nicht. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, warten wir die letzten paar Sekunden ab, wie sie hier rumhaust. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, aber erstmal nehmen wir den hier. Und aktivieren den hier. So, entfernen wir erstmal den Stein. Und dann entfernen wir das hier noch. So, Madame ist fertig, Stufe 11 erreicht, wir gehen darüber, wir kriegen den Erfolg. 1000 Gold, oh. Greife die Burg eines Fürsten an und nimm sie ein, solche Burgen erscheinen hin und wieder auf der Karte. Das Problem ist natürlich, wir haben jetzt ein bisschen zu viel Geld, um das zu machen. Deswegen stellen wir ein paar Gebäude her, beziehungsweise erstmal ein Gebäude. Und zwar den Speisesaal werden wir nochmal kurz erweitern, zack. Oh, schon wieder Feuer ausgebrochen. Jedes Mal da, wo... Wieso fängt das Geld an zu brennen? Ich meine, in der Küche würde ich das so verstehen, dass die Küche jedes Mal anfängt zu brennen. Aber doch nicht jedes Mal da. Ah, Die löschen erst das Feuer, wenn ich es aktiviere. Das ist der negative Effekt davon. Das heißt, ich werde kein Geld verdienen, solange es brennt. Naja, gut. Verbessern wir den hier noch 5 Minuten. Easy, zack. So. Wir müssten eigentlich entweder die Produktion ankoppeln oder den Tresorraum verbessern. Ich tendiere zum Tresorraum. So, entfernen wir den hier noch. Ups. Und ich würde sagen, wie sieht's hier aus? Waffenkammer, Stufe 4 benötigt, ja. Was haben wir hier? Wohnzimmer. Plätze für Bewohner, 200.000. Naja, gut. Verbessern wir erstmal diesen Raum hier. Eine Stunde, das passt schon. Kriegen wir in der nächsten Folge dann geritzt. Und ich würde sagen, wir greifen mal an. Wir haben hier 2 hübsche Gegner. Wir haben Jet. Den greifen wir selbstverständlich an, weil es ist ein Kacknoob. Guckt ihn euch an. Angriff! Ist ja gut, dass er ist halt tanky ohne Ende, aber er macht keinen Schaden. Guckt euch den Unterschied an zwischen Schaden und Tankiness. Tankiness hat einfach keine Chance gegen Schaden. Ich werde höchstwahrscheinlich auch auf eine Verteidigung von 2 setzen und dann im Hintergrund mehrere Damage-Dealer austeilen lassen. Also höchstens 1 bis 2 Magier werde ich wahrscheinlich im Trupp haben. Das heißt, wenn wir 2 Magier haben, könnt ihr euch gerne natürlich für Magier bewerben. Dann seid ihr auf der Reservebank. Denn jedes Mal, wenn einer trainiert, kann der andere in den Kampf gehen. Ja gut. 4000 Gold, das ist nicht schlecht. Kann sich sehen lassen, so ein Kampf, ne? Nee, nein, den Scheiß will ich nicht.
Sehr schön. 1500 holen wir noch ab. Sir, ich würde dringend empfehlen, die Ausbildung der Einheiten zu verbessern. Sie war ausreichend, um mit den Orks fertig zu werden, aber die Untoten sind ein gefährlicher Gegner. Ich habe unsere Kämpfer fechten sehen. Ich frage mich, wie sie überhaupt noch am Leben sind. Schicke die Anfänger in den Kämpferausbildungsraum, sie haben einiges zu lernen. Kann ich den noch verbessern? Achso, das hier. Verbessern. Ich kann das nicht verbessern. Kann ich doch. Die können alle auf 14 aufsteigen mittlerweile, ne? Gucken wir uns das Ganze mal an. Das müsste eigentlich funktionieren. Bin jetzt bisher nur auf 11 gegangen, ne? Ausbildung 15 Minuten. Ja, das geht, aber bevor wir hier irgendwas machen, will ich die Folge auf jeden Fall noch beenden. Wir greifen dafür aber noch einen Gegner an. Tom noch nicht. Tom werde ich vielleicht noch angreifen. Wir gucken mal bei den verrotteten Särgen vorbei. Die könnten wir schaffen. Wie sieht's hier aus? Die noch eher. Wir greifen noch mal ein paar Mal an und dann beende ich die Folge und dann werde ich nämlich die Truppen ausbilden. Und dann sehen wir uns mit ausgebildeten Truppen in der nächsten Folge. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. Ah, das geht noch. Es geht gerade noch. Wie gesagt, zwei Tanks wäre wirklich toll. Aber selbst der Gegner, den wir angegriffen haben, hatte mit zwei Tanks keine Chance. Also ah. Wie gesagt, man braucht Damage-Dealer und Tanks. Prinzessin, wir besiegten eine große, flächendeckende Armee Untoter. Seid ihr jetzt mal lieber nicht mehr so faul und rettet mich endlich, ihr Trottel? Das ist wirklich eine nette Prinzessin, die habe ich echt Bock zu retten. Egal, wir öffnen erstmal eine Truhe. Wir haben noch die Gratis-Truhe, die öffnen wir auch erst morgen, weil passt halt besser. Ein Ring! Oh, Nahrungsproduktion, genau das, was wir momentan überhaupt gar nicht brauchen, aber naja. Gut. Hier, Regi, du kriegst einen Ring von mir. Ist echt nett. Bitteschön. So, wie sieht die Produktion aus? 1400 in der Stunde. Ist gar nicht mal so schlecht dafür, dass hier nur zwei sind und da vier. Naja. Ah, das kann ich noch tragen. Ich muss das Geld langsam ausgeben. Wenn das hier erstmal fertig ist in der Stunde, das heißt in der nächsten Folge, dann können wir auch ein bisschen mehr tragen. Und dann lohnt es sich auch wieder den nächsten anzugreifen. Bis dahin sind wir auch wieder stärker geworden und haben unsere Gratistruhe noch am Start. Das passt schon. Das ist nicht schlecht. So, und ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben hier noch Heike drin. Heike wird ausgetauscht durch einen von den Kindern. Und das wird einer sein, der dann hier arbeitet. Weil Heike wird dann die Geburtshelferin. Mal gucken. Schauen wir uns an, wie das Ganze ausgeht. Aber einen Kampf würde ich gerne noch versuchen zu bestreiten. Und das ist hier. Das wird knapp. Wir schauen uns mal das Ganze an. Wir haben AOE-Damage, das heißt, wir kriegen die kleinen Zombies auf jeden Fall gut down. Ach, der Magier belebt sie wieder. Ach, das ist frech. Oh, das ist frech. Aber jetzt sind wir bei ihm angekommen. Sollen die Zombies es mal versuchen, aber ich glaube, wir haben es. Nein. Oh mein Gott. Zombies, sterbt. Der Magier hat einfach meinen Bogenschützen fertig gemacht, mein Damage-Dealer. Okay, zum Hauptmenü. Das, liebe Freunde, war close. Closer, als ich es mir wünschen würde. Oh, alles ist verdorben. Wir sind die Toten und wir wissen, dass am besten... Achso, wie habe ich das davor gelesen? Alles ist verdorben. Wir sind die Toten und wir wissen das am besten. Ich liebe Hoffnungslosigkeit. Okay. Öffnen wir unsere Truhe. Gucken, was sich da drin befindet. Ein Bogen, ein blauer Bogen, Freund. Ein blauer Bogen für unseren Damage-Dealer. Nice. Ich werde auf jeden Fall als nächstes einen zweiten Bogenschützen, glaube ich, erstmal nehmen. Dann einen zweiten Tank. Dann ein Heiler eventuell. Aber erstmal rüsten wir auf. So wird es uns unsere Stärke noch größer geworden. Serana, Lady Serana, du hast es drauf.
Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Leute, denkt dran, wenn ihr die nächste Folge schon morgen sehen wollt, dann liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, müsst ihr es natürlich nicht liken, aber wenn nicht, dann seid ihr wahrscheinlich nicht bis zu diesem Punkt gekommen. Das heißt, wenn ihr diesen Punkt seht, liked das Video und bereits morgen wird die nächste Folge kommen. Wenn wir es über, sagen wir, 10 Likes schaffen, dann kommt die Folge auf jeden Fall.